erheben uns, wenn auch Österreich. Odi, 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 je. Odi, 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 je. Odi, 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 je. Odi, 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 je. Sie ist sauer, mitten in der Nacht. Mein Spatzl schaut mich um und mir freund in die Lacht. Ein Nobeldisco, elegant und glamourös. Gott, ich bin falsch gekleidet und meine Frau, die schimpft mich bös. Was zirkst denn du? Klapperl, oh, wir kommst hin, du daher. Jeder trägt feine Lackschuhe und du, du alter Bär. Was zirkst denn du? Klapperl, oh, und weiße Tennisstrümpf. Dann wunderst du, dass ich dich schimpf. Und hier nochmal, ey. Odi, 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 odi. Jetzt gib a Ruh, hab ich mir gedacht, du blöde Kuh, hab ich mir gedacht, sonst hau ich zu in dieser Nacht, wenn deine Freundin weiter lacht. Ich und du, der ganze Club schaut zu und dies alles wegen die saublöden Schuh. Jetzt ist a Er war 1960 geboren in Wien und geht bis heute ins Fitnessstudio hin. Momentan im Wechsel, er riecht so rau, wenn er zu viel trainiert, weil er schwitzt wird zau. Jedoch am Trainer in dem Fitnesscenter fällt etwas ein. Eine super gute Sache, dann ist der Gestank vorbei. Er soll aus, ich geh aufs Klo, da steht er so eine Dose. Die spritzt er unter die Irksen und wenn's sein muss, ein Hosen. Was drauf? Jetzt ist Lippen Kids. Da haben wir Deus, haben wir Deus. Da haben wir Deus, haben wir Deus. Verstanden? Da haben wir Deus, haben wir Deus. Da haben wir Deus, habt ihr, oder? Schon? Was Deus? Da haben wir Deus, oh, oh, oh. Da haben wir Deus, haben wir Deus, oh, oh. Da haben wir Deus, haben wir Deus, oh, oh. Rüppidigipa, rüppidigipa. Wo ist der Platz, wo die Männer gern zum Bieseln gehen? Das ist der Platz, wo das Pippal rausgeht. Herr, wir müssen euch schon zusammenreißen, gell? Weißt, da hättet ihr einen Text weiter gewusst und ihr unterbricht's mich, verstehst? Oder. Jetzt habe ich gerade kontrolliert, ob ich einen Hosenstall zu habe, damit der Banane ausziehen, weißt? Ich bin genau bei diesem Lied schon mal herumgestanden und habe ein offenes Hosentier gehabt und die Leute, die lachen und brechen ab und ich weiß nicht warum. Das passiert mir nicht mehr mittlerweile. Dein Merker, da ja draufsteigen. Also gut. Reißt euch halt ein bisschen zusammen, versteht's? Wo ist der Platz, wo die Männer gern zum Bieseln gehen? Das ist der Platz, wo das Pippal rausgeht. Sie werden sind freier und sie brauchen auch keinen Sitz nieder. Das geht im Stil, dass ihr ein Wiesen trinkt. Doch was tut Frau, wenn's beim Auto gerade in Urlaub fährst? Die haben gestellt, die machen alles kompliziert. Auch wenn du sagst, genug die eine heute Wiesen, ich schau weg und sei bis 10, wenn die du so genierst. Sie sagt zum Horst, du, das geht nicht auf der Wiesen, such einen Parkplatz mit Toilette, weil mein Blasen tut gut, ich kann nur sitzen, nicht stehen wie die Burm mit einem Gugarutz. Und wenn's jetzt nicht bald schneier fasst, wie mit dein Hut. Ich mag keine Meldungen jetzt nicht haben, aber sind Männerinnen, die jedes Jahr an Weihnachten einen Christbaum kaufen müssen und dann von der Frau geschimpft werden, weil sie an so einen schieren, hängenden Teufel daherbringen, gell? Hängt nur da, gell? Das ist Wahnsinn. Braucht ihr euch nicht melden, ich weiß, dass ihr da seid, gell? Ich hab euch schon gehört. Mir geht's auch jetzt ja so. Ehrlich, brutal. Letztes Jahr Weihnachten war es auch wieder Katastrophe. Ich hab einen Schlüssel vergessen, Leute auch daheim, gell? Die Mai macht auf, gell, und sagt, um Gottes Willen, was hast denn du da für einen schiefen, hängenden Teufel dabei? Aber der Christbaum war noch im Auto. Das zieht dich schon weg. Und seit dieser Zeit ist Weihnachten für mich einfach. Letztes Weihnacht, das war eine schwere Partie für mich. Wenn ich einen Christbaum kauf und alles ist verglaubt, letztes Weihnacht war eine schwere Partie für mich. Ich hab keinen Christbaum nicht gefunden.
Mein Spurzel hat's mir nicht geglaubt, die hat mich geschimpft. Und sie so, wenn du einmal ohne Baum kommst, dann sind wir geschiedene Leute. Wenn du einmal ohne Baum kommst, kauf ich einen Plastiker noch heut. Wir sehen uns dann live. Ich freu mich.